Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und dieses Mal aus dem Bereich Tipps und Tricks. Ich möchte euch heute ein paar vegane Basics mit auf den Weg geben. Menschen, die sich vegan ernähren, die ernähren sich rein pflanzlich, fangen im Prinzip mit der ersten Kategorie an. Wie sollte es anders sein? Gemüse. Natürlich hat man hier eine riesen Auswahl an Gemüse. So die Basics, die ich einfach auch für mich entdeckt habe, sind zum Beispiel Kartoffeln, das ist ganz klar, Karotten, wir haben Blumenkohl. Für Salate haben wir natürlich auch Paprika, wir haben Tomate, wir haben Gurke. Also das sind so die veganen Basics im Gemüsebereich. Für den Sommer kann ich zum Beispiel empfehlen, wir haben Mais, wir haben Champignons, wir haben Paprika, wir haben Erbsen. Wir dürfen natürlich auch nicht den Blattsalat vergessen. Ich zum Beispiel nehme sehr gerne Romana-Salat, weil ich den Geschmack am besten mag, gerade auch für frische Salate im Sommer. Wenn es jetzt Richtung kältere Tage geht, vor allem ziemlich viele Kohlsorten. Die zweite Kategorie, die ich heute für euch mitgebracht habe, ist auch Obst. Wenn Gemüse da ist, darf Obst nicht fehlen. Hier haben wir auch ziemlich viel Auswahl. Gerade in den wärmeren Tagen haben wir zum Beispiel Himbeeren, wir haben Brombeeren, wir haben jetzt auch bald Kirschsaison, wir haben Johannisbeeren, wir haben sehr viele Beeren. Welche Obstsorten ich immer zu Hause habe, sind Heidelbeeren, Himbeeren, Äpfel und gut, Zitronen natürlich auch für auch Salate und so. Klar, wenn ich mal Bock habe auf eine Banane, dann esse ich auch eine Banane, aber das sind so die drei Sachen, die ich eigentlich immer zu Hause habe. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie. Wir brauchen natürlich nicht nur Obst und Gemüse zum Essen, sondern natürlich auch eine gute Kohlenhydratequelle. Und da gibt es natürlich die klassischen veganen Basics, wie zum Beispiel Reis. Kartoffeln habe ich eben schon gesagt. Und natürlich auch jegliche Mehlsorten. Wir haben Dinkelmehl, wir haben Vollkornmehl. Wir haben natürlich auch Flocken, heißt also Haferflocken, Dinkelflocken. Das sind so die Arten von Getreide parallel zum Reis. Und was ich natürlich noch vergessen habe, Bulgur. Bulgur ist ja eher in den südländischen Bereichen unterwegs und das verhält sich ähnlich wie so Couscous oder wie Hirse. Das ist auch eine richtig gute Kohlenhydratquelle. Wenn wir schon bei den Kohlenhydratenquellen sind, dann habe ich die nächste Kategorie. Das sind natürlich Nudeln und Nudeln sind auch so mit vegane Basics, die in keiner Küche fehlen sollten. Natürlich müsst ihr hier aufpassen, dass dort in der Zutatenliste kein Ei mit enthalten ist. Da sind auch viele, gerade bei den hellen Nudelsorten. Was ihr zum Beispiel machen könnt, sind so Hartweizennudeln, Vollkornnudeln, es gibt Dinkelnudeln. Ja, es gibt Nudeln in verschiedensten Formen. Und es gibt ja auch mittlerweile schon richtig abgefahrene Nudelsorten, die nicht nur aus Getreide bestehen, sondern auch tatsächlich aus Hülsenfrüchten. Kichererbsennudeln, die sind auch richtig gut. Das ist eine gute Kombination zwischen Kohlenhydrate und Proteinquelle. Wir haben auch mittlerweile schon Nudeln aus roten Linsen, also total abgefahren. Und auch aus Erbsen, das ist auch nicht schlecht. Da habt ihr auf jeden Fall genug Auswahl, wenn es ja eine Kombi sein soll. Ansonsten greift zu normalen Nudeln. Die sind natürlich auch etwas günstiger als die Kombis. Ich habe es eben schon ganz kurz ein wenig angesprochen. Und zwar ist die nächste Kategorie Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte bieten für uns, die sich vegan ernähren, auch ganz viel Proteine. Ja, das sind so mit die Haupteiweißquellen, die wir zubereiten können und essen können. Da haben wir jegliche Art, zum Beispiel von Bohnen. Wir haben normale weiße Bohnen, wir haben schwarze Bohnen, wir haben Kidneybohnen. Wir haben auch natürlich Linsen, das ist auch ganz klar. Kichererbsen natürlich auch, die dürfen natürlich nicht fehlen. Und das sind auf jeden Fall Proteinquellen, die sollten in keiner veganen Küche fehlen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind so Hauptproteinquellen, die nicht so viel Kohlenhydrate haben? Da ist es ja auch ganz wichtig, ein gutes Verhältnis zu haben. Und hier könnt ihr in der nächsten Kategorie als vegane Basic auf Soja bzw. Tofu und Weizen-Eiweißquellen zugreifen. Habe ich eben schon gesagt, Tofu gibt es in verschiedenen Variationen. Wir haben Naturtofu, wir haben Räuchertofu. Bei Weizen-Eiweißquellen haben wir Seitan, das ist eine riesengroße Eiweißquelle. Wir haben zum Beispiel auch Tempeh, auch eine gute Eiweißquelle. Und gerade für Seitan möchte ich mir auch gerne nochmal ein richtig cooles Rezept zusammenstellen, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Die nächste Kategorie, das sind pflanzliche Öle und bei pflanzlichen Ölen muss man natürlich immer gucken auf das Verhältnis zwischen Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren. Das ist ein Riesenthema
was ganz viele Diskussionen anfacht. Ich möchte euch einfach ein paar vegane Basics aus dem Bereich vorstellen, wie zum Beispiel Leinöl, wir haben Rapsöl, wir haben Walnussöl, wir haben Kokosöl und natürlich auch Olivenöl. Da sind relativ gute Fette enthalten, natürlich alles in Maßen, das ist auch ganz klar, weil sie viel Kalorien haben, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Aber das sind so die veganen Basics in dem Bereich, auf die ihr zurückgreifen könnt. Und wenn wir schon bei guten pflanzlichen Fetten sind, dann dürfen natürlich auch keine Nüsse oder Kerne bzw. Samen fehlen. Und bei den Kernen habt ihr ganz viel Auswahl, wie zum Beispiel Mandeln, wir haben Walnüsse, wir haben Paranüsse, wir haben Haselnüsse. Es gibt ja auch verschiedene Nussmixpackungen. Dann gibt es natürlich auch noch Sonnenblumenkerne. Wir haben Kürbiskerne, die benutze ich immer sehr gerne als vegane Basics zum Kochen oder zum Verfeinern von Salaten. Wenn wir im Bereich Samen gucken wollen, dann haben wir zum Beispiel Chiasamen, wir haben Leinsamen. Ich zum Beispiel habe als veganes Basic gewählt hier Leinsamen. Die kann man immer gut auch zum Frühstück essen. Da könnt ihr auch auf einiges zugreifen. Die nächste Kategorie, wo ihr vegane Basics aussuchen könnt, ist pflanzliche Milchersatzprodukte. Heißt also, wir haben hier Sojamilch, wir haben Hafermilch, wir haben Mandelmilch, wir haben Reismilch, wir haben so viele Arten von Milchersatzalternativen. Das ist schon echt der Hammer. Also da ist in den letzten Jahren viel passiert. Ich zum Beispiel zu Hause habe zwei davon, Sojamilch und Hafermilch. Die nächste Kategorie, das sind Süßungsmittel, aber das sind natürliche Süßungsmittel. Ich möchte hier keinen Industriezucker nennen, weil es auch so viele tolle andere Alternativen gibt. Wenn ich dann mal süße, verwende ich Agaven-Dicksaft. Da könnt ihr aber als Alternative auch zum Beispiel Reissirup nehmen oder Ahornsirup. Aber was es natürlich auch noch gibt als Süßungsmittel, ist zum Beispiel Stevia oder auch Erythrit. Und das sind so die Sachen, die mir einfallen. Natürlich sollen wir alles das, was wir kochen, auch nicht immer nur sehr trocken zubereiten, sondern es dürfen natürlich auch keine Soßen oder Dips fehlen. Und da kann ich euch ganz nah ans Herz legen. Als vegane Basics haben wir auf jeden Fall Senf, wir haben Tomatenmark, wir haben generell so passierte Tomaten oder generell Tomatensoße. Da könnt ihr immer mal schnell irgendwas zusammenhauen in der Pfanne. Bisschen Tomatenmark, bisschen passierte Tomaten, dann ist das Ganze schon wieder eine ganz andere Geschichte. Wir haben natürlich auch Dips, Guacamole zum Beispiel aus Avocado, und auch gute Fette drin. Wir haben verschiedene Arten von Pesto, da müsst ihr aber aufpassen, gerade bei grünem Pesto, dass da kein Grana Padano drin ist, also kein Hartkäse oder Parmesan oder sonst irgendwas. Da müsst ihr bitte auf die Zutatenliste gucken, das ist ganz wichtig. Ansonsten gibt es natürlich noch Sojasauce, wenn es ein bisschen würziger werden soll, oder auch der Klassiker Ketchup. Ich gucke, wenn ich Ketchup hole, dann immer oft darauf, dass der nicht allzu viel Zucker hat. Man muss ja nicht irgendwie unnötig viel dann Zucker zu sich nehmen. Und wenn wir schon bei Soßen und Dips sind, dann dürfen auch so Mousse-Arten nicht fehlen. Wir haben da auch ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben Erdnussmus, wir haben Mandelmus, wir haben Sesammus, wir haben Hummus, wir haben Apfelmus bzw. Apfelmark. Und bei mir ist es oft Apfelmark, was ich zu Hause habe. Das ist mit weniger Zucker bzw. gar kein Zuckerzusatz. Das ist reiner Fruchtzucker, der da drin ist. Erdnussmus habe ich immer da, weil es einfach total lecker ist. Aber in Maßen natürlich. Und Sesammus für irgendwelche Gerichte ist auch sehr gut. Und wenn man gerne mal was Süßes zwischendurch essen möchte, dann kann man auch gerne auf so Trockenfrüchte zurückgreifen. Das ist die nächste Kategorie. Bei Trockenfrüchten gibt es auch jegliche Art von Trockenfrucht. Ich zum Beispiel nehme gerne Datteln oder auch getrocknete Aprikosen. Das ist auch ganz lecker. Wir haben natürlich auch getrocknete Feigen. Bananen habe ich vorhin schon im Obstbereich genannt. Natürlich haben sie, weil sie getrocknet sind, nicht mehr so viel Wasser enthalten, beziehungsweise fast gar kein Wasser. Und deswegen ist der Zuckeranteil in diesen getrockneten Früchten sehr hoch. Also da müsst ihr aufpassen. Esst es im Maßen. Aber wenn ihr mal zwischendurch Bock habt, könnt ihr gerne mal ein paar davon essen. Jetzt kommen wir zur letzten Kategorie. Danach gibt es noch drei vegane Basics, die ich persönlich auch im Haushalt habe, um einfach ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen. Also das könnt ihr euch auch gleich nochmal als kleines Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen mit angucken. Die letzte Kategorie sind Gewürze und Kräuter. Bei Gewürzen und Kräutern gibt es auch kaum ein Limit. Als vegane Basics habe ich immer zu Hause Salz, Pfeffer. Ich habe im Bereich Kräuter immer da
Rosmarin und Oregano. Das sind so meine Basics, die ich habe. Knoblauch. Knoblauch ist auch ein guter Geschmacksverstärker. Natürlich auch, den gibt es in Pulverform. Könnt ihr in normaler Form natürlich auch kaufen, also frisch. Wir haben Majoran, wir haben Petersilie, wir haben Dill. Da müsst ihr natürlich aufpassen, welche Kräuter gut zusammenpassen und welche nicht. Manchmal beißt sich das auch ein bisschen. Wir haben Curry da, Kurkuma da, Muskatnuss gibt es auch noch. Also einfach das wählen, worauf ihr Bock habt. So, und als kleines Dankeschön für das aufmerksame Zuhören und Zuschauen möchte ich gerne noch drei vegane Basics nennen, die ich eigentlich immer im Hause habe. Zum einen ist das Kakaopulver und das ist aber Backkakao, also ungezuckert. Und da könnt ihr einfach so viele tolle Sachen mitmachen, sei es Desserts, sei es irgendwas zwischendurch, einfach mal ein bisschen in einem Sojajoghurt oder generell pflanzlichen Joghurt einfach mit reintun. Kakao ist auf jeden Fall vielseitig einsetzbar. Das zweite Lebensmittel ist Dinkelkleie und Dinkelkleie ist, glaube ich, von allen Getreiden irgendwie, finde ich, das vielseitigste und das am besten ausbalanciertesten. 18 Gramm Kohlenhydrate und knapp 16 Gramm Proteine oder andersrum, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, auf jeden Fall ist das Verhältnis fast 1:1. Ansonsten habt ihr bei Getreide immer wesentlich mehr Kohlenhydrate als Proteine. Das finde ich eigentlich immer ganz cool, das habe ich auch oft fast immer zu Hause. Die dritte und letzte Geschichte, die habe ich erst vor kurzem für mich neu entdeckt. Und zwar sind das Hefeflocken. Und Hefeflocken hatte ich ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm. Viele haben gesagt, hey, benutzt das doch gerne mal in Soßen. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine cremige Geschichte und eine etwas würzige, leicht käsige Geschichte. Hab das dann ausprobiert und ich war wirklich hin und weg. Muss sagen, das ist auch vielseitig einsetzbar. So ein bisschen Fan geworden. So, wir sind am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig einen Überblick geben von veganen Basic-Lebensmitteln, die ihr vielleicht einholen könnt. Natürlich ist das auch immer eine Preis- und Kostenfrage. Meine Frage an euch, habe ich irgendwas vergessen, was essentiell ist? Das ist ganz wichtig aus dem Lebensmittelbereich an sich. Da könnt ihr auch gerne noch ergänzen unten im Kommentarbereich, dass wir dann auch noch im Kommentarbereich vielleicht eine zusätzliche Liste haben, wo die Leute sich einfach austauschen können und gucken können, vergleichen können, Checklisten machen können für die vegane Ernährung. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid oder es noch nicht gemacht habt, dann lasst mir jetzt ein Abo da, aktiviert die Glocke, lasst mir auch gerne ein Like da. Das supportet den Kanal und motiviert mich riesig. Außerdem sind diese beiden Klicks gar nicht weit weg und absolut kostenlos für euch, aber für mich ein riesen Mehrwert. Von daher freue ich mich wirklich riesig darüber. Bleibt bitte gesund, ich melde mich ab. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Macht's bis dahin gut und ciao.